Hallöchen, Freunde, und eine Nachtschicht beginnt, wir müssen wieder arbeiten, und Karl Lelle, ich hab von ihm geträumt, und wir werden ihn quälen, wenn wir ihn finden, aber jetzt geht's erstmal darum, hier, oha, also wir sind aufgestiegen. Hier, Polizeimeister erster Grad, 86.000 Punkte und bald sind wir bei 100.000. Und da bin ich mal gespannt, was dann passiert. Vielleicht schaffen wir das ja innerhalb des nächsten Arbeitstages. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Tagesbefehl. Führen Sie in Ihrem Einsatzgebiet 35 Personenkontrollen mit Ihrem PDA durch. Oder PDA. Finde ich gar nicht so schlecht. Das kann man ja überall machen. Sehr schön. Da brauchen wir gar nicht großartig mit dem Auto rumjuckeln. Sondern können wir immer die Zwischenquests machen und jetzt versuchen wir mal jede gottverdammte Quest zu machen. So, hier fangen wir mal an. Hier, komm. Na? Okay. Unverdächtig, wer es glaubt, aber was soll's. So, nächste. Na gut, Eva. Eva. Ne, unverdächtig. Normalerweise macht Google das ja hier. Personenkontrollen von allen Menschen, die hier unterwegs sind. Diesmal machen wir das. Jo, Abschleppwagen ist unterwegs. So, wo können wir weiter rumschnüffeln? Gehen wir mal hier in die andere Richtung. Und 4 von 35. Das kam mir jetzt aber mehr vor. Gut. Da hinten haben wir noch einen. Und na, das ist jetzt nicht gerade das Gebiet, wo die meisten Leute sind. Und oh, der hat bestimmt was verbrochen hier, so wie der aussieht. Oh, Entschuldigung. Falsche. Da. So. Aha. Okay. Unverdächtig. Wo ist dein Kollegin? Hängt hier an der Wand. Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Passant wurde von einem PKW angefahren. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Und Paradies. Paradies. Guckt euch das an. Und da ist Lena auch endlich, ne? Ausgeschlafen, alte Sau. Na gut. So. So, wir müssen hier erstmal so ein bisschen Leute farmen. Ich nenn's mal so. Hier, komm, sag mal deinen Namen, Kollegin. Status verletzt. Ja, wir kümmern uns gleich. Zeuge eines Verkehrsunfalls. Dann befragen wir die doch mal. Ach, natürlich. Fahrerflucht. Stoppen Sie das Fahrzeug. Scheiße, hat sie sogar recht. Taters, nehmen Sie ihn fest und stoppen Sie das Fahrzeug des Taters. Nehmen Sie ihn fest und ja, ich hab's verstanden. Unser Ziel muss sich ganz in der Nähe befinden. Hä? Hä? Mist. Ja, aber Kennzeichen? PTIX 37. Oh, ist das toll. IX37. Oh Gott. Und wo soll der sein? Den werden wir doch nie finden. Na klasse, ey. Hinter uns. Wenn das denn überhaupt stimmt.
Gehen wir mal hier rüber. Ach Gott, oh Gott. Los jetzt! Ah, danke! GN. Er hier bestimmt. Na, Mist. Ach, nicht genug Reichweite, oder was? Ja! Hier! Hab dich! Aussteigen! Achtung! Hier spricht die Polizei! Bitte halten Sie umgehend an! Das ist eine Frau! Eine Frau! Achtung! Hier spricht die Polizei! Das ist der! Bitte halten Sie umgehend an! Fräulein! Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt! Ah, hast du Glück! So, kann die mal aussteigen? Ja, es ist... ja, ist klar, Spiel. Leck mich am Arsch, du Scheißspiel. Alter. Wir kriegen dich, du blöde Kuh. Rot, knapp. Oh. Ja, lauf über die Straße, wenn ich komme. Ey, läuft die gerade weg? Wo ist sie? Ich hoffe, es tut weh, blöde Sau. Tja. Ah, ist das schön. Also das Fahrzeug, das lassen wir mal abtransportieren. Abschleppfahrzeug, bitte komm. Können wir die Alte nicht hier liegen lassen? Mal ganz im Ernst. Weißt du, die fährt jemanden an, der denn tot rumliegt, wird dann selber angefahren und wird wahrscheinlich noch, will wahrscheinlich noch gerettet werden von uns. Ey, sowas geht ja gar nicht. Hier, du blöde Sau. Und tschüss. Nee, das ist schon, ne? Da darf man die auch gerne mal dann einfach liegen lassen. Damit kriegen wir zwar keinen Friedensnobelpreis, aber wir sind ja auch nicht die EU. Tja, so ist das. So. Check, check. Check, check. So, und wir sind ganz gut dabei, 16 von 35. Check, check. Gehen wir doch mal durch den Park. Da sind drei. Ah, hier steht auf jeden Fall wieder ein Fahrzeug, was wir abschleppen können. Ah, wir sind so der Abschaum. Ich fühle mich so toll. Ich fühle mich so... Und da ist auch noch einer. Ah, ist das herrlich. Ach, was, der fährt hier durch? Sag mal, hackt's? Nein! Nein! Aber wie denn? Ach komm, schnell! Einsatzfahrzeug wird benötigt. Wo kommt es? Oh nein! Oh Gott! Warum? Oh, Platz! Bleib sitzen! Danke! Ah, wir haben ja gesagt, wir machen hier heute mal alle Quests oder wir geben uns Mühe. Scheiße. Und ich hoffe mal, dass es diesmal nicht im Krankenhaus endet. Was? Alter, was? Es wurde gemeldet, dass zwei Jugendliche in eine Schlägerei verwickelt sind. Ey. Zielort Löwenstraße. Das nervt mich gerade. Das nervt mich gerade, dass der so verschwunden ist. Wir hätten nur auf die Straße einbiegen brauchen und geradeaus fahren müssen. Und dann hätten wir die wieder gehabt und dann bricht die Aufgabe ab. Ist schon ein bisschen mies.
Das war nicht ganz unknapp. Oh. So, jetzt still hier. Wir wollen dich ja auf frischer Tat ertappen. Au, au, au. So, einmal abführen hier. Ach nee, Quatsch, wir machen hier vorher noch, ne? Zack. So, dann bei den Schwerverbrechern einmal hier, du auch. Zack. Ah, na gut. So. Das sind ja Jugendliche, ne? Polizeitransporter wird benötigt. Frühreife. Öi. Hier haben wir. Dann machen wir da hinten mal weiter. Ey. Ich bin so froh, dass das nur 35 sind, in Anführungszeichen nur. Stellt mal vor, wir haben hier eine Tagesaufgabe. Wir müssen nichts anderes machen, aber 150 Personen kontrollieren. Oh Gott. Nicht mal als Roadrunner. Und das ist aber verdächtig hier, ne, mit den Beinen. Ah, Glück gehabt. Stopp! So, klick. Ist Jonas Schulz? Na Mensch. Greift er an? Fordere Polizeitransporter an. Ist ja eigentlich auch nicht so schlecht, ne? Wenn die angreifen, es gibt dann immer Punkte. Sehen wir gleich, wie viele. Ich schätze mal ein Tausender. Yes, genau 1000. Gut. Gut geschätzt. So. Oh. Gut. Danach fehlt uns dann nur noch eine. Ach, besoffen. So. Bitte komm. Na, das läuft doch. Wie am ein Schnürchen. Wurde von einem PKW angefahren. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Okay, dann mal los. Gut, dann lassen wir mal unser Auto bringen. Oh, und da ist die letzte. Oder das letzte. Und damit haben wir die Main Quest fertig. Yes. So, Auto kommt auch schon. Also bis auf diese eine dämliche Sache da mit diesem flüchtenden Auto. Welches wir... Stimmt, das war doch das Ding, was wir eigentlich schon zweimal oder einmal zumindest hatten. Was dann einfach durch uns durchgefahren ist. Shit. So was Ärgerliches. Alter, überhol noch ein... Ja, genau. Ey, ich zeig dich gleich an, du Penner. Gut. Und Augen zu und durch. Dachte ich mir. Scheiße. Gut.
Du wirst da nicht reinfahren. Du Arschloch. Steig aus. Steig aus. Was? Ist sie abgehauen? Ach, na toll. Wartet kurz, einmal abschleppen. Abschleppfahrzeug, bitte kommen. Und jetzt lauf! Dum, dum, dum. Okay, der Regenschirm. Ach, alter Mann. Was soll denn der Blödsinn? Weißt du, so ein alter Knacker, ey. Und der meint, er kann uns da entkommen. Unglaublich. So, zack. Gut gemacht. Und jetzt geht's ins Altersheim. Viel Spaß. So, dann müssen wir natürlich noch das andere Auto abschleppen, beziehungsweise, weil, falls da jemand... Ah ne, da war, wurde nur jemand überfahren, ne? Müssen wir da nochmal schnell den, den Rettungswagen holen. 500 Punkte... ja, doch geht. Ne. Ach Mensch, immer wieder. Nein! Oh Gott. Gott sei Dank sind diese Vorfahrtgewehren oder Quatsch, Vorfahrtsschilder so so qualitativ gut. So, da lag ich schon ein bisschen länger. Krankentransport, bitte komm. Ah. Und ich denke mal, wir können hier auch ein kurzes Päuschen machen. Und nächste Folge sehen wir uns dann und dann bringen wir diesen perfekten Tag, fast perfekten Tag dann zum Ende. Also bis dann.